Hören, Teil 2. Und hier das Wetter. So langsam geht der heiße Sommer zu Ende. Nach den starken Gewittern der letzten Tage wird das Wetter ruhiger. Es wird aber nicht mehr so heiß. Mit Temperaturen von 20 bis 25 Grad am Tag und 15 Grad in der Nacht können wir endlich wieder gut schlafen. Und hier die Verkehrsmeldungen. Vorsicht auf der A3 Frankfurt-Köln. Es liegen Reifen und Baumaterial auf der Straße. Auf der A5 Heidelberg-Darmstadt zwischen Heppenheim und Bensheim fahren Radfahrer auf der Autobahn. Bitte fahren Sie vorsichtig. A45 Gießen-Dortmund. Hier geht nichts mehr. Nach einem Unfall steht der Verkehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren die Fragen unseres Gewinnspiels. Wenn Sie mitmachen möchten, jetzt schnell anrufen. 069 für Frankfurt und danach die 153-3512. In unserer Sendung Neues aus der Arbeitswelt sprechen wir heute mit Frau Naumann, die einen ganz neuen Beruf gefunden hat. Früher war sie Verkäuferin, aber als ihre Firma zugemacht hat, hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Heute macht sie Musik und gibt Musikunterricht. Das waren die Nachrichten. Es ist 13.10 Uhr. Es folgt unser Hörspiel für die Kleinen, der Räuber Hotzenplotz. Um 13.45 Uhr dann Musik aus aller Welt. Die nächsten Nachrichten hören Sie um 15 Uhr.